und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial, in dem es geht, also Lieder einfach runterzuladen, ohne etwas zu zahlen. Dafür braucht ihr Jailbreak, das müsst ihr euch im Internet runterladen. Und dann erscheint Xydia. In Xydia müsst ihr Installers runterladen. Jetzt geht ihr mal auf Installers. Dann geht ihr unter, Kategorien. Und dann unter Musik. Ladet und dann müsst ihr Free Music Downloader LM holen. Dann downloadet ihr ihn und zwar unter limelix.com. Müsst ihr euren Sicherheitscode eingeben, der bei euch steht, also nicht bei mir, sondern der bei euch. Also 2 A C F. Und jetzt sammelt. So, und jetzt endet es kurz. Und jetzt sind wir auch schon an der Webseite angelangt. So. Dann geht ihr unter dieses Download und drückt drauf. Bei mir wird das jetzt nicht gehen, weil ich das schon installiert habe. Auf jeden Fall wird bei euch dann Anfang gekommen und dann irgendwann beendet. Dann geht ihr hier auf Download und tut einfach dann den auf euren Homescreen oder keine Ahnung wohin laden. Also installieren. Wenn ihr das gemacht habt, also ich kann jetzt nicht da rein, weil es dann irgendwie aufhört mit dem Ton. Keine Ahnung, und danach, wenn ich rausgehe, dann auch. Also auf jeden Fall seid ihr dann drin. Und dann könnt ihr auf Suchen drücken. Und dann tut's, dann könnt ihr jedes Lied eingeben. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr keinen Remix runterladet. Oder das könnt ihr auch, aber das ist halt scheiße. Oder dauert länger oder dauert kürzer. Ja, je nachdem. Auf jeden Fall, wenn ihr dann eins gefunden habt, dann gibt es da so einen Anhör-Button und einen Download-Button. Die sind beide grün. Dann könnt ihr es auch anhören und dann downloaden. Dann downloaden, dann wartet ihr und dann geht ihr auf Downloads. Und wenn das fertig ist, müsst ihr auf Feels. Und bei den Feels sind eure ganzen Lieder dann eingespeichert, die ihr, also sagen wir es mal so, gejailbreakt habt. Und den Namen von dieser App stelle ich nochmal in die Beschreibung. Also Dankeschön fürs Zuschauen, ein Abo oder ein Like wäre nett und weitere Tutorials folgen. Ciao.